Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch Top 5 Solo Outfit Glitches zeigen. Und dann würde ich sagen, dann lassen wir auch schon direkt losstarten. Im ersten Glitch werde ich euch jetzt zeigen, wie ihr für den weiblichen Charakter die weiße Jogger bekommen könnt. Das Ganze ist ein Transfer-Glitch, das heißt, ihr werdet dann auch alle eure Outfits verlieren, bis auf ein Outfit. Zieht euch dann das Outfit an, was ihr nicht verlieren wollt. Habt ihr das gemacht, dann gehen wir einmal in die Charakterauswahl. Dort in der Charakterauswahl angekommen bist, wirst du jetzt einen zweiten männlichen Charakter erstellen. Ganz wichtig, unser Hauptcharakter muss sich auf dem linken Stellplatz befinden. Ansonsten wird der Transferglitch leider nicht funktionieren. Wir begeben uns dann zu einem Bekleidungsladen. Dort beim Bekleidungsladen angekommen, gehen wir einmal zu den Hosen. Dann gehen wir zu den Shorts und dort kaufen wir uns dann einmal die hellbraune Streifenboxershorts. Anschließend ziehen wir nur noch das Oberteil und die Schuhe aus. Speichern das Outfit dann einmal ab. Anschließend begeben wir einmal Selbstmord. Sind wir da wieder gespawnt, dann gehen wir in den Creator. Dort im Creator angekommen, gehen wir auf Erstelle ein Rennen, Einführung mit X bestätigen. Sobald wir können, dann mit dem Rechner LogSig die Kamera bewegen. Und dann gehen wir wieder zurück in die Charakterauswahl. Dort in der Charakterauswahl angekommen ist, wird es den zweiten männlichen Charakter wieder löschen. Dann einfach mit Kreis auf zurück, dann werden wir wieder in den Story-Modus geladen. Die PlayStation 5 Leute joinen jetzt einfach dem Anavac-Bot. Im Story-Modus angekommen, starten wir einfach irgendeine Sitzung. Und ja, jetzt in der Lobby angekommen, speichern wir zunächst einmal das Outfit ab, was wir nicht verlieren wollen. Haben wir das gemacht, dann gehen wir zu den gespeicherten Outfits und dann werdet ihr sehen, dass ihr jetzt schon die weiße Jogger habt. Und ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch das Outfit so umgestalten, wie ihr es haben wollt. Und ja, das war es auf jeden Fall schon mit dem ersten Glitch. Am zweiten Glitch werde ich euch zeigen, wie ihr die Rennhandschuhe bekommen könnt. Das Ganze geht mit dem weiblichen Charakter. Dafür begeben wir uns dann einmal zum Casino. Gehen dann zu den Oberteilen, zu dem Pullover und dort könnt ihr euch irgendeinen von den ersten 12 Pullover kaufen. Und für jeden Pullover bekommt ihr auch hinterher verschiedene Rennhandschuhe. In meinem Fall kaufe ich mir jetzt einfach hier das weiße Bigness-Trikot. Anschließend begeben wir uns dann zum Bekleidungsladen, gehen dann zu den Handschuhen, runter zu den Motocross-Handschuhen und dann werdet ihr sehen, dass ihr jetzt schon die Rennhandschuhe auf eurem Outfit drauf habt. Als nächstes werde ich euch zeigen, wie ihr euch die Hose von dem Pogo-Affen-Outfit euch rausglitschen könnt. Dafür gehen wir dann einmal zu Arena War, zu den Charakteren, kaufen uns einmal das Pogo-Outfit. Haben wir das gemacht, dann öffnen wir das Interaktionsmenü, dann gehen wir auf Stil, auf einmal auf Aussehen verändern. Dort im Charakter-Editor angekommen, gehen wir einmal zu der Bekleidung, runter zur Crew-T-Shirt und dort könnt ihr euch jetzt irgendein Crew-T-Shirt raussuchen. Von dort aus gehen wir dann wieder in den Online-Modus. Und dort im Online-Modus angekommen, werdet ihr sehen, dass ihr euch jetzt schon die Hose rausgeglitscht habt. Leider könnt ihr jetzt nichts mehr an dem Oberteil ändern. Und ja, Leute, das war es auf jeden Fall schon mit dem dritten Glitch. Für den vierten Glitch werde ich euch zeigen, wie ihr die schwarze Duffelbag bekommen könnt. Dafür benötigt ihr eine Terabyte. Wir begeben uns einmal dorthin, einmal dort an die Planungstafel. Dort müssen wir die Mission Banküberfall starten. Wir begeben uns dann einfach zu dem Ort hin, einfach die schwarze Duffelbag schnappen. Anschließend begeben wir uns dann zum gelben Punkt, am besten mit einem Helikopter oder MK2-Balken, entsprechende Höhe gewinnen, einfach abspringen. Fallschirm ziehen, Richtung Gelbpunkt gleiten, einfach da reinfliegen. Dann wird die Mission abgeschlossen sein, ist auf jeden Fall perfekt. Als nächstes begeben wir uns dann zum Ammonation. Dort angekommen, kaufen wir uns dann einmal den Israel-Fallschirm. Den Fallschirm, den müssen wir uns dann auch einmal über das Interaktionsmenü einstellen. Begeben wir uns dann zum Strand. Einfach zum Maskenladen. Einfach eine entsprechende Höhe gewinnen, vom MK2-Bike abspringen, Fallschirm ziehen, Richtung Maskenladen gleiten.
Einfach dagegen klatschen, Steuerkreuz nach rechts durchspammen. Dann werden wir ins Menü reingeladen, ist auf jeden Fall perfekt. Das Outfit speichern wir dann einmal ab. Haben wir das gemacht, öffnen wir das Interaktionsmenü, dann gehen wir auf Stil, wählen uns das Outfit aus, was wir uns gerade abgespeichert haben. Und dann werdet ihr sehen, dass ihr jetzt schon die schwarze Duffelback habt. Für den fünften und letzten Glitch werde ich euch zeigen, wie ihr die IAA-Kette auf jedes Outfit bekommen könnt. Dafür müsst ihr euch einfach nur einen Job markieren. Auch die Jobmarkierung werdet ihr in der Videobeschreibung finden. Anschließend müsst ihr euch zu dem Ort auf der Map begeben, wo ich mich gerade befinde. Seid ihr dort angekommen, müsst ihr nun die Markierungsoption einstellen, so dass ihr die blauen Jobmarkierungen auf der Map seht. Das macht ihr, indem ihr einfach in das Aktionsmenü öffnet, auf Markierungsoptionen, auf Jobs, Jobs anzeigen und dort werdet ihr sehen, das müsste jetzt hier ein Landrennen sein, einfach dann das Landrennen anzeigen und dann werdet ihr auch den Kreis haben, der ist auf jeden Fall ganz wichtig. Ja, als nächstes begeben wir uns dann einfach zum gelben Kreis. Dort werdet ihr auch ein leichtes Piepen hören, ist auf jeden Fall perfekt. Als nächstes müssen wir die ganze Zeit nur noch Steuerkreuz nach rechts durchspammen. So lange, bis wir im Jobmenü ankommen. Sind wir dann im Jobmenü angekommen, können wir den Job dann ganz einfach starten. Ja, ist der Job dann jetzt gestartet, werdet ihr sehen, dass wir jetzt schon die IAA-Kette auf dem Outfit drauf haben. Als nächstes begeben wir uns dann einfach zum Apartment. Gehen dann einmal an den Kleiderschrank ran, speichern das Outfit ab. Und dann können wir den Job auch ganz einfach wieder verlassen. Und ja, jetzt in der Lobby angekommen, öffnen wir das Interaktionsmenü, dann gehen wir auf Stil, wählen uns das Outfit aus, was wir uns gerade abgespeichert haben. Und dann werdet ihr sehen, dass ihr jetzt auch die IAA-Kette auf eurem Outfit drauf habt. Und ja, Leute, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.